Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zu Terraria, Staffel 2 mit dem Multi. Hallo. Staffel 2 einfach aus dem. Ja, willst du nochmal Hallo sagen? Hallo. Die alte machen wir halt nicht weiter, weil uns ist mehr oder weniger ein Mitspieler abgesprungen. Ja. Betiteln wir es so. So ungefähr kann man es sehen. Nein. 0,3 Meter weiter nach rechts. Die Map sieht ja toll aus. Sagt er auch. Weil ein Schneegebiet ist an sich gar nicht so kacke. Habe ich nichts gegen. Weil jetzt können wir hier nämlich direkt besseres Holz holen, damit kriegen wir bessere Holzrüstung. Ah. Und wir haben einen Pinguin. Weil, Pinguin. Warum nicht? Pinguin. Toll. Ich baue den Baum ab, er kriegt das Holz. Jo. So läuft das so in Terraria. Ja. So. Easy peasy. Weißt du noch, wo genau das Spawn war? Nicht? Moment. Also, wir bräuchten es halt schon ziemlich genau. Ich meine hier. Oder kannst du aber nochmal reconnecten, weil dann stehst du da, wo das Spawn ist. Ja, warte. Saving Grid. Ich denke mal, so den Anfang von dem ganzen Scheiß brauche ich jetzt nicht mehr erklären. Nö. Das sollte mittlerweile, glaube ich, jeder verstanden haben. So gegen, beziehungsweise halt nach dem ersten Boss werde ich dann halt weitermachen, oder wenn es halt irgendwelche speziellen Gegenstände gibt. Jo. Was fängt der Spaß wieder an, Moment, ich muss kurz Terraria neu starten. So. Ach so. Ja, da hat ja das gerne mal, dass wenn man disconnected und wieder reconnecten will, dass es nicht connected. Ja. Wie lange ist das Spiel jetzt schon draußen? 5 Jahre. Alter. Was? Nee. Länger. Mein ich auch. Ein bisschen. Moment. Ich schaue jetzt mal direkt nach. Bis ich gleich, wenn ich connected bin. Ja. Vor allem, die haben ja auch mal eine lange Zeit gesagt, dass sie nichts mehr an dem Spiel machen werden. Aber irgendwann, also das Spiel wurde halt trotzdem weitergespielt und deswegen haben sie dann halt doch Updates geliefert. Ja. Wir haben uns im Übrigen auch entschieden, dass Multi der Nahkämpfer ist. Und ich halt der Fernkämpfer. Also der Bogenspassi und Magier. Ich bin Harry Potter quasi. Harry Potter. Ja, exakt. Komm. Wieso connectet der nicht? Soll ich den Server neu starten? Ich glaube ja. Alles klar, 3 Minuten, wir machen kurz einen Cut. So. Wir sind wieder da. Ja. Und hier ist der Spawn, okay. Dann fange ich hier mal an, Hütte zu bauen. Alles klar, ich fäll hier mal weiter Bäume. Ja, ich habe ja ein bisschen Holz gefarmt, während du rausgefunden hast, dass der Terraria 2011 entstanden ist. Richtig. Was dann echt gesagt, released wurde. Ja, was dann echt gesagt auch ein bisschen älter ist, als ich gedacht habe ursprünglich. Das ist sogar erst 7 geworden, also halt im Juni. Meine ich, oder Mai. Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich es mir sehr früh nach Release zugelegt habe. Nee, ich habe sogar, keine Ahnung, ich habe da erst 2014 von gehört oder so, das erste Mal. Also. So, ist jetzt mein Haus hier. Wir haben Terraria durchgespielt. Danke fürs Zuschauen. Genau. Easy. Wir brauchen hier noch einen Tisch, wir brauchen hier noch einen Stuhl. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Genau.
Stirb Schleim. So. So, dann kann der Guide nämlich hier auch einziehen. Ja, was? Warum stehst du vor der Tür? Weiß ich nicht. Okay. Kupfermünze, meine. Ja, das ist ja eh klar. Warte jetzt mal, warte mal. Ich brauche ein bisschen Erde. Dann mach ich mal direkt mal so ein bisschen Equipment zumindest. Du, 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 du. Geh mal kurz ins Eisgebiet rüber und fahr ein paar mehr Bäume von da. Jo. Ich komm gleich noch nach. So. Ja, das hatte ich auch noch nie, dass so nah am Spawn was ist. Aber ist an sich eigentlich ganz gut, weil wenn dann die Korruption kommt, dann braucht die länger, bis sie durchkommt. Das ist gut. Au. Beziehungsweise, ich glaube sogar, das geheiligte Gebiet kommt da gar nicht durch. Na, da bin ich mir nicht sicher. Ja, das sehen wir ja dann. Genau. Ich wollte Bäume fahren, aber ich will auch. Du wirst direkt auf eine Expedition gehen. Ja. Oh, da unten ist ein Dämonenaltar, das ist gut. Ich glaube, so weit sind wir letztes Mal gar nicht gekommen. Beim Dämonenaltaren kann man Boss-Spawn-Items craften. Und die gibt es im Normalfall nur in der Korruption. Nee, so weit waren wir noch nicht. Boah, hart gekämpft. Nice. Okay, jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter runter. Das ist einerseits gut, weil wir dadurch halt nicht Ressourcen farmen können, aber andererseits gibt es in Eisbiom halt weniger Ressourcen. Und ich habe Schlittschuhe. Aus einer Kiste gefunden. Provides extra mobility on ice. Ice will not break when you fall on it. Das ist gut. Kann man mal behalten. Und die Kiste nehme ich mit, weil da müssen wir aber kein Eisen ausgeben. Jo. Beziehungsweise Lead haben wir ja hier, wir haben kein Eisen in der Welt. Ja, ist dasselbe. Genau. Einfach nur um Verwirrung vorzubeugen, wenn ich dann immer von Eisen rede, damit ist Lead gemeint. Oder Lead, oder wie man es aussprechen will. Jetzt kommen die ganzen Terraria Pro Player und fühlen sich dann triggert. Ich bin Terraria Pro Player. Dann hast du meinen Kumpel noch nicht gesehen. Ja, habe ich auch nicht. Der hat gefühlt Terraria 30 Trilliarden mal durchgespielt schon und mit jeglichen Items und keine Ahnung. Den könntest du alles fragen, der weiß alles. Alles klar, teste ich irgendwann. Ich habe direkt ein paar Topazen gefunden. Das ist gut, weil aus Topazen kann man Zauberstäbe machen. Oder einen zumindest. Ja, easy. Oh, hier ist eine Giftfalle. Ich bin nicht reingelaufen, ja, ich habe sie gesehen. Eine Dodge Star Trap. Ja, okay, ich weiß, er war schlecht. Du musst nicht schweigen. Ich wollte nichts gesagt haben.
Ah. Ich glaube, das war. Alter, wie viele Edelsteine hier sind. Also jetzt habe ich ja auch noch Rubine gefunden. Aber die helfen mir, glaube ich, relativ wenig. Wir haben im Übrigen eine mittlere Welt erstellt. Ja. Und wenn ich mir die Minimap anschaue, dann bin ich schon recht gut durch eigentlich. Ja, wird schon. Au. Da unten warten ein paar Eislimes. Das ist ein bisschen ärgerlich. Weil die sind stark. Sind böse. Stört mich nicht. Zacke. Holzbogen. Au. Oh, ich habe ein Lebenskristall. Glaube ich, hab so früh, glaube ich, noch nie einen Life Crystal bekommen. Ja, easy going, oder? Was auf Virus sind ja auch noch. Nein, lass mich in Ruhe. Sehr viel Red. Oh oh. Ich gerade mal in der Höhle einbauen. Hm? Ich muss mich gerade mal in der Höhle einbauen, weil ich muss gerade mein eigenes Leben retten. Ach, Leben schmieren. Da hinten ist noch ein bisschen Tanzen. Kommt noch mehr von diesen Slime-Dingern, verpisst euch. Was ist da unten? Da unten ist ein Gebiet, das sieht mir nicht natürlich aus. Doch, doch. Alles natürlich. Ich weiß gar nicht, ob es sich groß lohnt, Kopper zu farmen. Weil eigentlich brauchen wir es nicht. Ich würde mir dann direkt auf Tanzen oder so gehen. Da war eine Giftfalle. Diesmal habe ich sie nicht gesehen. Fucking Legion. Ja. Oh Gott, der war schlecht. Oh. Das könnte jetzt schlecht für mich ausgehen. War schon der erste Tod, oder was? Kann flüchten. Alter, wie viele Edelsteine hier sind. What the fuck? Ach, da ist eine Bahnstrecke. Die Deutsche Bahn ist auch hier. Und hier fahren keine Züge, es ist sogar realistisch. Und da ist eine Eisfledermaus, die Viecher tun weh. Bleib einfach unten. Ein untoter Wikinger ist auch dabei. Oh. Easy. Aua. Sind ja halt auch schon diese Slime-Spikes. Oh, ich glaube, das war's für mich jetzt. Ja. Ja. Alles klar. Ah, diese Eisfledermäuse sind halt übel. Aber so weit runter sollte man im Normalfall auch nicht am Anfang, also... Was zum Fick hast du hier denn getan? Etwas. Okay. Erde. So. Dann stelle ich einfach mal die Kiste auf. Ui. Nee, du kommst hier nicht rein. Geh weg. Oh. Jetzt ist Nacht. Ja, du kannst die Tür auch wieder zumachen, Kollege. Aber ich muss mal eben... Der Guide steht vor der Kiste. So. Zombies. Zombieschnetzeln. Hase. Okay, für den Rubinstab brauche ich noch 10 Gold, dann hatte ich den. Für den Topazstab brauche ich Zinn, das haben wir nicht, wir haben Kupfer, von daher können wir die anderweitig verwenden. Wie beispielsweise für einen Enterhaken oder ein Laserschwert. So. Kann ich kurz ein Holzschwert machen? Kann ich mir denn einen Ofen bauen?
Nein, weil ich keinen Stein habe. Hast du Stein? Ja. Warte. Danke. Die sich mal für eine Seite entscheiden hier. So, wir haben ein Tanzenbar. Nice. Geil. Wir sind richtig reich, Jungs. Ja. Ach ne, ich habe sogar. Hä, warum habe ich 9? Ach, aus der Kiste habe ich ein paar, stimmt. Dann kann ich hier einen Anvil machen und jetzt Geheimtrick, ne? So, jetzt kann ich nämlich hier stehen und alles craften. Ja, easy. Wenn du willst, kann ich Auf dir blinkendes direkt. Auge. Oh ja, die sind wichtig. Komm her. Nee. Nein, nicht weggehen. Aua. Nice. Aber keine Linse. Ne. Ich kann dir direkt ein Schwert machen. Aus Tanks. Ein gutes? Ja. Also, ja, dann. Wäre geil. Oh, sogar plus 8% Damage. Jawohl. Ich kann's halt. Hast du noch was von dem Winterholz? Ja, sogar einiges, warte. Okay, dann. Warte, hier, bitteschön, mach dir mal eine Rüstung. Bullwoods, da muss doch. Einmal. Chestplate. So. Und nachdem du der Nahkämpfer bist, kriegst du das auch noch. Yay. Jetzt geht's los hier. Alter, was ein Aim. Wie in TTT. TTT müssen wir auch mal wieder spielen, by the way. Wenn wir mal ein paar Leute zusammenkriegen. Ja, wenn. Ist ja keiner mehr da. Ja, doch, die sind noch da. Du musst sie nur anschreiben. Das ist ja das Problem. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Ich würde sagen, ab in die Hölle und die World of Flash machen, oder? Ja, easy. Machen wir. First try. Ja, ich würde sagen, also für das Auge würde ich für uns beiden zumindest dann eine Tanzenrüstung machen. Oder Tanzen-Equipment generell, das dürfte dann passen. So. Das heißt natürlich erstmal zurück Farmen. in die Höhle, wobei nicht in die Eishöhle, weil das ist traurig. Ja. Ich sehe den nicht. Ultra-Kombo. Eine Linse. Echt? Haben wir schon zwei? Nice. Ich sehe nichts. Dann nimm eine Fackel in der Hand. Ja, habe ich nicht. Deswegen, du musst mich leiten. Ich laufe jetzt einfach. Komm her, Junge. Ja, noch eine Linse. Nice. Geil. Easy peasy. Holy shit. Aua. Oh. Da ist eine Wüste. Jetzt wollte er uns aber echt verarschen. Vielleicht bin wir in der Pyramide. Yay. Ich höre dich doch. Ja, ich höre auch etwas, aber ich kann es nicht zuordnen.